Das kann ja wohl nicht sein. Hätten die Gefangenen eine Zeitbombe deponiert, dann wäre ihr Anführer nicht hier. Es fetzt mich jedes Mal, wie die Generalsbirne noch arbeitet, obwohl die Hirnzellen schon fertig sein müssten. Wer so viel Fett und Zuckerfrist bewohnt, eigentlich schon eine Orgel. Sagten Sie eine Zeitbombe? Was? Ein ausgeschlafenes Bürschchen, aber nicht ausgeschlafen genug, denn wenn andere frühstücken, habe ich das Mittagsschlaf. Lass Sie nur nicht anbrennen bei der Selbstbeweihräucherung. Ich wollte ja nur, dass der Hutfetischist Bescheid weiß, wen er vor sich hat. Klingt, wenn Sie Ihren Mund... Was grinst du dabei so dämlich?